Ja, kontrovers diskutiert wird das Ganze schon jetzt. Ich begrüße recht herzlich den Verfassungsrechtler Professor Volker Böhme-Nessler hier bei Welt. Die FDP sagt, es ist grundgesetzwidrig. Ist es das, eine Impfpflicht? Also jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Impfpflicht mit Sicherheit grundgesetzwidrig. Die Impfpflicht ist ein Eingriff in Grundrechte, zum Beispiel in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit und auf Gesundheit. Eine Impfung ist nicht einfach nur ein kleiner Pieks, der nach 5 Minuten wieder vergessen ist. Eine Impfung ist ein starker Eingriff in das Immunsystem zum Beispiel, in die gesamte Gesundheit eines Menschen. Und diese Gesundheit wird vom Grundgesetz geschützt und in dieses Grundrecht greift die Impfpflicht ein. Und das geht nur in ganz seltenen Ausnahmefällen unter ganz strengen Voraussetzungen. Und diesen Ausnahmefall haben wir noch nicht. Mhm. Wann würde der denn eintreten? Weil wenn wir das Beispiel Masernimpfung haben, da ist es ja mehr oder weniger indirekt schon so, dass Schulen und Kitas sagen, also eure Kinder kommen ja nicht rein, wenn sie nicht nachweisen, dass sie gegen Masern geimpft sind. Das ist doch eine Impfpflicht, Herr Böhme-Nessler. Das ist tatsächlich, Sie haben recht, Herr Klug, das ist tatsächlich eine Impfpflicht. Das Gesetz liegt aber im Augenblick vor dem Bundesverfassungsgericht. Und es wird angegriffen mit der Begründung, die Voraussetzungen für eine Impfpflicht liegen nicht vor. Der entscheidende Punkt für die Impfpflicht ist, dass sie erforderlich ist, dass alle anderen Methoden, die man vorher ernsthaft ausprobiert hat, nichts genützt haben. Und dass man deswegen unbedingt die Impfpflicht braucht, um eine bestimmte Impfquote zu erreichen. Und das machen wir gerade noch nicht. Herr Braun redet von der Impfpflicht. In der Demokratie wäre es eigentlich wichtig, dass die Regierung mit den Bürgern redet. Wo wird denn geredet und wo wird denn diskutiert, wo wird mit Argumenten gearbeitet. Ich finde, das ist ein Problem oder das ist auch ein Verfassungsproblem, wenn man sagt, bevor man wochenlang versucht hat, die Impfung möglichst einfach zu machen und möglichst viel mit den Bürgern zu reden und sie zu überzeugen. Bevor man das nicht gemacht hat, kann man nicht mit einer Impfpflicht anfangen. Das sagt die Verfassung ganz klar. Grundrechte dürfen nur im Ausnahmefall eingeschränkt werden. Gedeckt wäre aber das, was ja auch an Vorschlägen kursiert, also während Sie und ich, weil wir doppelt geimpft sind, möglicherweise in die Innenräume eines Restaurants dürfen, wenn es denn dann noch auf hat wegen der Inzidenz, das ist ja das andere Problem, dürfen die nicht geimpft sind, müssen draußen stehen bleiben und dürfen sich an der Scheibe die Nase platt drücken, das ginge? Herr Klug, das ist ein ganz heikles Problem. Was genauso problematisch ist wie die Impfpflicht, ist die indirekte Impfpflicht. Wenn man also die Hürden oder die Lebensbedingungen für die Nicht-Geimpften immer schwieriger macht und sie immer stärker von Bereichen des öffentlichen Lebens ausschließt, dann haben wir eine indirekte Impfpflicht. Dann bauen wir ja auch Druck auf, faktisch sich impfen zu lassen. Und die indirekte Impfpflicht muss genau denselben Voraussetzungen genügen wie die direkte Impfpflicht. Das heißt, Das Ausschließen der Nicht-Geimpften vom öffentlichen Leben geht nur dann, wenn alles andere versucht worden ist. Das geht letztlich nur dann, wenn auch eine direkte Impfpflicht denkbar wäre. Herr Böhme-Nessler, ich bedanke mich. Also mit anderen Worten, klare Antwort, klare Sache. Auch die. Reden Sie mal. Okay, danke schön, danke. Also ganz klare Antwort, auch die indirekte Impfpflicht, auch dass man es den Nicht-Geimpften im Alltag schwer macht, auch das ist zum heutigen Stand verfassungsrechtlich nicht erlaubt.